Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Leo, der Lastwagen und seine Freunde ernten Gemüse. Das wird eine Rekordernte. Leos Ladekasten ist voll mit Karotten. Lea, jetzt du. Da bin ich. Oh, oh. Freunde, wir brauchen noch mehr Kisten. Lust auf eine Karotte? Wohin damit? Da drüben hin. Warte! Hier könnt ihr das Gemüse nicht abladen. Lasst uns eine Scheune bauen. So wie ein Haus? Ja, ein Haus für Gemüse, Obst und Getreide. Gehen wir. Leo, das ist eine gute Idee. In einer Scheune kann man Gemüse lange lagern. Draußen würde es in der Sonne austrocknen und bei Regen würde es nass werden. Hopp! Wir bauen die Scheune hier hin. Und da sind die Teile, die wir dafür brauchen. Der Boden. Das Gestell machen wir aus Holzbalken. Eine Rampe. Das Obergeschoss. An den Rand des Obergeschosses kommt ein Zaun. Regale. Wozu brauchen wir die denn? Na, für die Obst- und Gemüsekisten. Wir brauchen viele Regale. Und hier sind die Kisten. Jetzt ist das Dach an der Reihe. An der Decke hängen wir Lampen auf. Die Rückwand. Und die Vorderwand. Mit Toren und einem Fenster. Hurra! Die Scheune ist fertig. Wir können das Gemüse reinbringen. Lea lädt die Karotten ab. Jetzt ist Leo dran. Roboter, bringt die anderen Kisten. Ist die Kiste nicht zu schwer? Der Roboter denkt, er bekommt das hin. Oh je, sei vorsichtig. Klappt es doch nicht? Ich hatte euch ja gewarnt. Wir brauchen einen Aufzug. Wir holen die Teile. Macht ihr hier so lange sauber. Lea und Leo suchen die Teile für den Aufzug. Was gefunden? Nein. Schaut mal da hinten. Da sind sie. Da sind sie.
Leo und Lea nehmen die Teile des Aufzugs mit zur Scheune. Die Roboter und Lifty haben noch mehr Kisten mit Gemüse gebracht. Leo wird den Aufzug ganz schnell bauen. Stützpfeiler, eine Plattform, Geländer und zwei Knöpfe. Hoch und runter. Die Roboter können sich nicht darüber einigen, wer auf den Knopf drücken darf. Roboter, hört auf zu streiten. Ihr könnt euch doch abwechseln. Gute Idee. Der blaue Roboter darf zuerst auf den Knopf drücken. Scoop lädt die Kisten ab. Es geht wieder runter. Lila Roboter, jetzt bist du dran. Und runter geht's. Die Kisten mit dem Aufzug hochzubringen geht viel schneller. Das ist eine riesige Ernte. Zum Glück ist die Scheune so groß. Gute Arbeit! Lust auf eine Karotte? Wie es aussieht, haben die Roboter ein neues Lieblingsspielzeug. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Leo, Scoop, wo seid ihr? Oh, hier wächst etwas. Hä? Lea wurde von einem Ball getroffen. Spielt da etwa jemand Fußball? Hallo, wirf den Ball rüber. Ihr solltet woanders Ball spielen. Hier wächst doch Gemüse. Ciao. Oh je, die Blätter hängen runter. Die Pflanzen bekommen nicht genug Wasser. Oh, das war ich nicht. Das wissen wir, Scoop. Um wachsen zu können, braucht Gemüse Wasser. Und es hat schon lange nicht mehr geregnet. Ah, es ist heiß. Gieß die Pflanzen. Jetzt hängen die Blätter nicht mehr runter. Hallo. Hallo. Schaut mal, Lea hat euren Ball gefunden. Jetzt könnt ihr wieder Fußball spielen. Lea, willst du nicht mitspielen? Lea ist wegen der Pflanzen traurig. Ihr ist nicht nach Spielen zumute. Aber den Robotern macht Fußballspielen Spaß. Lifty steht im Tor. Oh. Puh, ist das heiß heute. Macht mal eine Pause. Zeit für eine Abkühlung. Scoop hat Eis gebracht. Und Lea hat Wasser geholt. Lea, spiel doch mit. Ich kann nicht. Ich habe zu tun. Seht ihr das denn nicht? Was hast du denn vor? Ich werde die kleinen Pflanzen retten. Lea, die Heldin. Brauchst du Hilfe? Ich schaff das schon.
Oh. Spielen wir weiter. Scoop. Pass doch auf. Lea gießt mit ihrer großen Gießkanne die Pflanzen. Die Kanne ist schon wieder leer. Es sind ja so viele Beete. Ihr solltet einen Wassertankwagen bauen. Der kann viel Wasser transportieren. Oh. Wer will mithelfen? Gehen wir. Leo hat die Teile des Wassertankwagens gebracht. Das ist das Fahrgestell. Daran montieren wir grüne Kotflügel. Das sind die Achsen für die Räder. Zwei Räder kommen auf diese Seite und zwei auf die andere. Fahrerkabine. Scheinwerfer. Türen. Wassertank. Schlauch. Und Sprinkler. Die kommen an die Seiten des Wassertanks. Die Roboter wollen sich anschauen, wie dieses Fahrzeug funktioniert. Sollten wir nicht erst Wasser in den Tank füllen? Roboter, hört auf damit! Gehen wir zum See. Seid nicht traurig, ihr beiden. Ihr dürft ein andermal fahren. Der lilafarbene Roboter legt den Schlauch ins Wasser. Wir füllen den Tank auf. Fertig! Jetzt können wir das Gemüse bewässern. Schau, aus den Sprinklern kommt Wasser raus. Das geht aber schnell. Gut gemacht, Roboter. Jetzt können die Pflanzen wachsen. Ich brauche auch eine Abkühlung. Ein bisschen Wasser würde uns gut tun. Die Roboter haben eine Idee. Roter Roboter, dreh um! Jetzt bekommen unsere Freunde eine Autowäsche. Ui. An einem heißen Tag wie heute tut so eine Abkühlung gut. Schaut mal da! Ein Regenbogen! Will wieder Fußball spielen. Gute Idee. Unsere Freunde haben die Pflanzen gegossen. Jetzt können sie zusammen spielen.